So, Mann, ich hab voll Bock auf dem Eis hier. Boah, ist ja vom Eiswagen. Oh, die Eismaus. Hallo. Okay, was nehme ich denn für ein leckeres Eis? Was nehme ich denn? Hallo, Eis. Hallo? Ich wurde nicht vorgedrängt. Was sind das denn für Kreaturen? Sind wir gerade im Wobby Live? Hä, habt ihr Eiskugeln auf den Kopf? Maus, was sind denn das für lebendige Eiskreaturen hier? Was ist das hier? Stopp mal, stopp mal. Wie seht ihr denn aus? Aber habt ihr wirklich Eiskugeln auf dem Kopf? Herr Eisverkäufer, ich möchte auch so ein Eis haben. Ich will so ein Eis haben. Los, kauf mir so ein Eis. Ey, die sind voll frech, die beiden. Das Eis ist aber nicht das gleiche. Ich will das gleiche wie die haben. Sorry. Eiskugel-Wobbys, könnt ihr mir zeigen, wie ich auch sowas Cooles anziehen kann? Ja? Ah, das ist cool. Okay, ich vertraue euch, ich folge jetzt einfach mal. Komm, kleiner, lass den Eis einfach stehen, ist egal. Der wird nicht geklaut, kleine Eismaus. Hä, Leute, seit wann gibt's denn Eishüte oder Eiskostüm? Was ist das denn? Okay, jetzt müssen wir mal gucken, Leute, wie wir das hier hinbekommen. Ich bin gespannt, wie man diesen Eishead bekommt. Das habe ich noch nie gesehen. Das muss auch total neu sein. Ein Update gerade. Was ist da los? Leute, wir folgen jetzt mal den Wobbys. Mal gucken, wo uns die Reise hinführt. Ich bin gespannt. Das muss ja auch was mit Eis zu tun haben, oder, Leute? Ich schätze mal, es ist irgendwo ein Eis hier mit keiner Ahnung, was hier abgeht. Ich bin gespannt, wo wir uns wieder treffen. Let's go. Oh, die Eiskugeln haben sogar schon das neue Secret. Oh, die sind ja voll im Game, Alter. Okay, let's go, Leute. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich weiß es nicht. Okay, fahren können sie nicht so gut anscheinend, aber sie haben nicht alles drauf bekommen. Ich kann es wahrscheinlich nicht sehen, die Eiskugeln. Ey, Leute, es muss doch was mit diesen Eisladen 100% zu tun haben. Das sind dieselben Eiskugeln wie aus dem Eisladen. Es muss doch da sein. 100 pro bleiben wir stehen. Wollten bleiben wir stehen? Ja, natürlich bleiben wir hier stehen. Es war so klar. Haben die ein neues Ticket reingeführt? Ich bin gespannt, Alter. Jetzt, zeig mal. Zeig mal. Wie kriegt man die Eiskugel, mein Freund? Hau mal rein. Okay, ich hau sie auf den Kopf. Das ist es. Ich hab nicht die Eiskugel. Das ist voll der Prank hier, Leute. Okay. Hallo! Eisbrook Scoop bei Pommes, komm mal her. Kleine Käsemaus. Mausi, leg dich mal vorne. Komm, Eiskugel für alle. Ja. Jetzt haben wir die Eiskugel. Wie cool ist das denn, Leute? Es sind für einfach die Eiskugel-Gang. Oh Mann, wie schlecht. Kann ich selber abgeben als Eis? Nee, zählt nicht als Eis. Ich werde nicht als Eis gezählt. Das ist aber diskriminierend hier. Okay, ey, danke für das Secret. Es weiß gar nicht, ob die Eiskugeln hier waren, aber ich danke euch für das coole Eiskugel-Secret, meine Freunde. Oh Mann. Ey, wie doof das aussieht. Ey, Leute, komm, lasst mal den Job abbrechen. Ich will die Eiskugeln mal umfärben. Komm, ich will die mal in anderen Farben sehen. Die müssen bestimmt total krass aussehen. Krise. Job fehlt. Ew. Leute, komm, ab zum Umfärben des Shops. Ich will die Eiskugeln einmal umgefärbt sehen. Alter, das ist ja, was ist das für ein Secret? Man stellt so die Eismaschine, lässt sich eine Eiskugel auf den Kopf knallen und hat den Eishead. Oh Mann, das ist doof, Leute. So schnell kriegt man Secrets raus mit random Wobblies auf meinen Zaun, Leute. So einfach geht's. Leute, wir gehen jetzt zum Umfärbeshop und lass mal gucken, wie die Farben einzeln aussehen. Bin gespannt, Leute. Let's go. So, meine Freunde, sind wir in der Mall gelandet. Jetzt lasst mal die dicken Eiskugeln euren umfärben. Ah, oh, guckt euch, Leute. Haben wir so eine schwarze. Das sieht aus wie so ein harter Klumpen Teer auf dem Kopf. Oh, weia. Was haben wir hier? Rot. Warte mal, rot. Ey, das sieht so krass aus. Rot. Oh, gelb. Grün. Okay, grün ist aus dem Alien. Hellblau, so schlumpfeismäßig. Heidebeere. Was haben wir noch hier? Lilas auch gelb. Es sieht so krass aus, ey. Aber blau sieht auch richtig cool aus. Das Blau sieht voll witzig aus. Ah, es war noch ein Blau, ne? Alles klar. Sieht das doof aus, meine Freunde. Das sind aber die Eiskugeln. In Wobby Life, in Wobby Life. Alles klar. Eiskugel haben wir am Start. Und jetzt helfen wir noch einem alten Mann in der Mall. Und dann würde ich sagen, let's go, up, go to the Fahrstuhl. Let's go. Alle rein hier im Fahrstuhl, Jungs. Kommt, meine Einkaufswagen, Eiswobblies. Wir müssen jetzt im Fahrstuhl mit den Einkaufswagen. Sieht das doof aus, ey. Oh Mann, da die ganzen Eiskugelköpfe. Leute müssen denken, wir sind hier verrückte Wobblies.
Leute, ab um 9 ist der Typ hier da und zwar im Schuhgeschäft, also im ersten Stock sozusagen von der Mall. Der geht immer hin, quatschen einmal kurz voll den Typen. Genau, der hat irgendwie den Stil verloren beim Fischen. Ich weiß nicht, wie man den Stil verlieren kann. Beim Fischen, keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall müssen wir den Stil wiederfinden und dann müssen wir im See eine Runde angeln gehen. Und wir müssen zum See, hier nämlich jetzt zu dem Steg, wo es auch den Wobblyfisch gibt. Hier zum Steg, aber hin, meine Freunde, angeln, Stiefel angeln, let's go. Und kriegen wir ein richtig cooles Auf, meine Freunde. Also, let's go. Steck mal ein, Bobby ist hier. Oh, den habe ich weggefetzt. Oh, das war böse gerade. Zerquetscht von zwei Autos. Komm, steck ein, meine Eis, Freunde. Wir müssen angeln gehen. So, komm, wir müssen jetzt hier zum Steg, meine Freunde. Es gibt nur einen Steg in der Nähe. Ist ganz easy. Hier einfach einmal angeln und dann müsst ihr so lange angeln, bis ihr einen Stiefel angelt. Ey, das war knapp. Und dann müsst ihr den Stiefel zum alten Mann zurückbringen und dann kriegen wir einen Secret freigeschaltet, einen Secret Skin. Ich versuche jetzt mal diesen Stiefel zu angeln, der müsste echt gar nicht so schwer sein. Ich glaube, den hat man vorher schon mal geangelt. Hatte vorher keine Funktion gehabt. Ich habe einen Lachs, das bringt mir nichts. Leute, warten jetzt, bis der Stiefel droppt. Wir haben jetzt zwei Angelleier, gibt es nicht mehr zur Verfügung. Das ist der Einkaufswagen, sehr gut. Einfach die Eiskugeln angeln einen Stiefel, Leute. Das ist einfach ein sehr witziges Bild, muss ich sagen. Das ist echt krass. Da ist der Stiefel. Ihr habt einen Stiefel, Leute. Da ist er. Nicht ins Wasser schmeißen. Ja, ja, safety first. Alles klar. Das ist der Stiefel himself. Wir haben jetzt ja zwei Stiefel einmal geangelt. Diesen wunderbaren, stinkenden Stiefel dürfen wir jetzt abgeben. Und zwar in die Mall. Let's go, meine Freunde. Können sogar hinlaufen. Das ist kein weiter Weg. Kommt, Eiskugeln, wir sehen so blöd aus mit den Eiskugeln auf dem Kopf, weil die sehen so doof aus. Guck mal, jetzt ärgere ich die Wobblies und wollen wir den Stiefel nicht kriegen. Guckt euch die Wobblies hier an. So Leute, 3 Stunden später in der Mall angekommen mit den Stiefeln. Ihr seht schon, ich werde immer noch belästigt vor diesem grünen Eiswobbli hier. Leute, wir müssen jetzt Stiefel zum alten Mann bringen und dann kriegen wir das Outfit freigeschaltet. Und zwar den einen Stiefel und einen nackigen Fuß. Oh, die grüne Wobbli hat es erwischt. Oh, er wird zu splashy. Sieht es doof aus. Armer grüner Wobbly. Er backt im Fahrstuhl rum. Das sieht wie's. Leute, helft mal den Wobbly. Leute, ihr müsst dem Wobbly helfen. Sind jetzt alle wieder da. Oh, er ist repariert worden. Wunderbar, grüner Wobbly. Stark. Leute, den Stiefel gibt jetzt einen alten Mann bitte einfach ab. Und dann sagt ihr, oh, mein verlorener Schuh. Und jetzt hat er den zweiten Schuh an. Und wir kriegen jetzt einen Schuh ab sozusagen und haben jetzt den. Das Einschuh-Outfit, das gucken wir uns auch nochmal an, meine Freunde. Leute, lasst mal auschecken, wie einfach diese Eiskugel als Skin aussieht. Wo ist es hier? Ich guck gerade mal nach. Muss der ganz weit unten sein? Halt, stopp, da oben. Leute, warte. Hier. Hey, Leute, guck mal, das ist das Eiskugel-Outfit. Aber guck mal, ist ja ganz weit oben. Das heißt, es muss ja schon früher existiert haben, weil die ganzen neuen Outfits sind alle unten. Und die alle neuen sind weiter unten verteilt und die ganzen älteren weiter oben. Das ist ja komisch. Klingt nach einem, oh, wie das einfach nachgepatcht wurde, aber okay. Nee, Leute, guck jetzt mal den einfüßigen Stiefel an. Hier ist er. Guck mal, ein Stiefel und ein Wobblyfuß. So sieht's aus, meine Freunde. So cool kann man aussehen, wenn man den alten Opa hilft mit einfach einem Stiefel und einem nackigen Wobblyfuß. Richtig witzig. Oh Mann. Guck mal, ist einfach der Eisverkäufer himself mit seiner. Guck mal, er hat einen Eiskugel auf dem Kopf. Ist der perfekte Verkäufer. Ey, von dir würde ich immer ein Eis kaufen, mein Freund. Sehr gut. Ja, Leute, das war die Secrets Vault. Das heißt, wir haben jetzt die Eiskugel rausgefunden. Richtig witzig. Danke mal für den Tipp, meine Freunde. Mann, es ist so doof, das Wort. Ja, der einfüßige Wobbly oder so. Keine Ahnung, ich nenne so richtig komisches Wort. Auf jeden Fall ein Fuß mit Schuh, ein Nacki der Fuß und eine Eiskugel auf dem Kopf. Leute, vergesst nicht ein Abo und Like dazu, dass du weiter coole Videos und wilde Pommes. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder heute für neue Secrets, neue witzige Videos. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.